Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst am 27. März. Ene mene mu und raus bist du, so lautet ein Kinderreim. Aber wie ist das, wenn ich im wirklichen Leben rausgekickt werde? Wenn ich für andere zu denen zähle, die draußen sind? Solange es Menschen gibt, gab es die, die drinnen waren und die, die eben draußen sind. Die Botschaft unseres heutigen Predigttextes lautet: Jesus zog es zu denen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Am Ende war er selbst draußen. Draußen vor den Toren der Stadt starb er am Kreuz. Wo ist dann für uns unser Platz? Doch wohl bei Jesus, sagt unser heutiger Predigttext. Musikalisch begleitet uns Evelyn Blomendahl durch den Gottesdienst. Beginnen wir ihn mit einem stillen Gebet. Unsere Hilfe und unser Anfang steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Du bist mein Zufluchtsort. Dieses Lied aus dem blauen Liederheft, die Nummer 13, singen wir jetzt dreimal. Bekennen wir vor Gott unsere Schuld. Gott, oft verletzen wir Menschen, ohne es zu wollen. Wir grenzen aus, indem wir andere beurteilen und verurteilen. Unwillkürlich werden sie von uns in Schubladen gesteckt. Auch als Gemeinde stehen wir in der Gefahr, selbstzufrieden in unserem eigenen Saft zu schmoren, Menschen durch unser Verhalten und Reden auszugrenzen. Wir sind nicht davon frei, auf andere herabzusehen. Vergib uns, Gott, wo wir andere verletzen. Amen. Ich lese uns als Weisung Matthäus 7, 1 bis 5. Ihr sollt andere nicht verurteilen, sagt Jesus, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers? Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge? Sieh doch, in deinem Auge ist ein Balken. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Wir wollen aufstehen, aufeinander.
seinen Heiligen Geist. Gott, in dieser aufwühlenden Zeit sehnen wir uns nach Orientierung, einem gangbaren Weg für unser Leben. Wir sind erschrocken über die vielen Kranken und Toten. Das Leben fühlt sich so irreal an. Wir müssen in diesen Tagen auf körperliche Distanz zueinander gehen. Gib, dass diese körperliche Distanz uns nicht auch innerlich voneinander trennt. Wir können nicht gemeinsam in dieser Kirche Gottesdienst feiern, und das schmerzt. Gib, dass dein guter Geist uns mit dir und miteinander verbindet. Amen. Die Lesung findet sich in Markus 2, 13 bis 17. Und Jesus ging wieder hinaus den See entlang, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. Und im Vorübergehen sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen. Und er sagte zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschieht, dass er in dessen Haus bei Tisch sitzt, und viele Zöllner und Sünder saßen mit Jesus und seinen Jüngern bei Tisch. Es waren nämlich viele, und sie folgten ihm. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er. Und als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Den Predigtext Hebräer 13, 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Lasst uns also vor das Lager hinausziehen zu ihm und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Liebe Gemeinde, bei der Vorbereitung des heutigen Gottesdienstes bin ich auf eine amerikanische Kollegin gestoßen, eine lutherische Kollegin aus den Vereinigten Staaten. Allein ihr Äußeres ist ungewöhnlich. Sie ist an vielen Stellen ihres Körpers tätowiert. Und diese Tattoos zeugen nicht von einem wilden Leben in der Vergangenheit, das sie jetzt abgelegt hat, sondern viele dieser Tattoos sind während ihrer Ausbildung, ihres Studiums oder danach entstanden. Auf ihrem rechten Arm hat sie ein mittelalterliches Bild von einer Frau, und darunter steht der
die lateinischen Worte simul justus et peccator. Auf Deutsch gerecht, auf Deutsch zugleich gerecht und doch Sünder. Und das ist ihr Lebensmotto. Nadja Bolz-Weber heißt sie, die Kollegin. Es ist ein Ausspruch von Martin Luther, welches sie sich dort hat stechen lassen. Luther sagte, wer ist ein Heiliger, fragte Luther und antwortete, derjenige, der darum weiß, dass er ein Sünder ist. Wer sich aber selbst für gerecht hält, macht sich nur was vor. So einer ist ein Heuchler. Liebe Gemeinde, denkt man das weiter, so besteht eine Gemeinde im Idealfall aus Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind. Denn Sünder ist man nicht irgendwann mal gewesen und jetzt hat man das alles hinter sich gelassen. Das Sündersein gehört zu uns, begleitet uns ein Leben lang. Jeden Tag neu muss der alte Adam ersäuft werden. Auch so ein Bild von Luther. Und dann sagte er noch, nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Derbe Worte. Das widerspricht ganz unserem Denken und Fühlen. Denn wir schätzen uns ja eigentlich gar nicht so schlecht ein. Okay, das eine oder andere könnte man besser machen, aber im Großen und Ganzen sind wir doch ganz in Ordnung. Es gibt auch jede Menge Menschen, die schlechter sind als wir. Natürlich bin ich vollkommen. Ich habe so meine Ecken und Kanten, aber es gibt auch viele Menschen, die sind schlechter, die da draußen sind. Wie konnte es nur dazu kommen, fragt meine amerikanische Kollegin, dass aus nach Fisch stinkenden Jüngern, Prostituierten und Steuereintreibern eine Mittelklassekirche werden konnte, in der Kirchgänger einmal in der Woche feine Kleider anziehen und so tun, als hätten sie alles unter Kontrolle. Sie selbst nennt sich genesende Alkoholikerin. Das 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker hat ihr gezeigt, dass sie das Leben nicht unter Kontrolle hat, sondern jeden Tag neu aus der Gnade Gottes lebt. Warum, fragt sie zu Recht, sollte diese Erkenntnis nicht für alle gelten? Nach außen hin, vor den Leuten und oft eben auch vor uns selbst, meinen wir, alles unter Kontrolle zu haben. Ein Irrtum. Solange wir vom Leben noch nicht richtig herausgefordert sind, können wir uns dieser Illusion hingeben. Dann halten wir uns für Heilige aus eigenem Können heraus und sind im Grunde nur Heuchler. So attestiert es uns Luther. Ich habe noch nie Menschen kennengelernt, sagt Bolz-Weber, die Jesus uninteressant fanden. Viele Menschen aber waren angewidert von der Gemeinde, in der sie groß geworden waren oder die sie eben kennenlernten. Denen wollte sie mit der Gründung ihrer Gemeinde, dem Haus für alle Sünder und Gerechten, eine Heimat bieten. Menschen, die sich draußen sehen, aber die auch gar nicht drinnen sein wollen. In unserem kurzen Bibelabschnitt geht es um drinnen und draußen. Es gibt die, die drinnen sind und andere, die sich vor der Tür befinden. Draußen finden sich damals die Schlachtabfälle der Lämmer, die im Tempel geopfert wurden. Das eine findet drinnen statt, im Tempel, im Heiligen, bei den Heiligen. Was draußen geschieht, interessiert diese nicht. Für sie ist klar, die draußen sind, die sind da nicht ohne Grund. Die haben auch drinnen nichts zu suchen. Draußen ist der Dreck, der Abfall, das Hässliche, das, mit dem man nichts zu tun haben will. Draußen ist das Elend. Draußen auf Golgatha stirbt Jesus, links und rechts von ihm ein Verbrecher und er mittendrin.
Drinnen geht es geordnet zu. Dort findet der religiöse Betrieb statt. Religion funktionierte und funktioniert eigentlich immer gleich. So unterschiedlich Religionen und Weltanschauungen auch sind, eines haben sie alle miteinander gemeinsam. Bei den Religionen geht es darum, sich selbst zu vollkommnen. Die säkulare Variante heißt Selbstoptimierung. Und das kann ich ja in meinem privaten Leben bis in den letzten Bereich betreiben. Bei der Selbstoptimierung bin ich mein eigenes Projekt. In den Religionen geht es darum, Gott zu gefallen. Wenn ich also in diesem Leben Gutes tue, nach Gottes Geboten lebe, dann werde ich dafür nach dem Tod mit dem Himmel belohnt. Tue ich es nicht, droht mir die Hölle. So lauten die Geschäftsbedingungen. Leistung erbringt Gegenleistung. Um Missverständnisse auszuräumen, nein, jüdische Opferpraxis war nicht so gedacht. Das wäre viel zu einseitig. Opfer waren auch Zeichen der Dankbarkeit und Ausdruck der Gewissheit, dass Gott Menschen Sünde vergibt, aus freien Stücken. Mir geht es auch nicht um billige Abqualifizierung anderer Religionen oder Glaubensrichtungen. Bleiben wir einfach mal beim Bibeltext. Hören wir genau hin. Ich lese uns noch einmal den Vers 12. Darum hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Jesu Weg war von Anfang an ein Weg nach draußen. Heilt Jesus am Sabbat Kranke, pflegt Kontakte mit Steuereintreibern und Prostituierten, so bleibt dies nicht ohne Gegenreaktion. Jesus wusste sich an der Seite der Menschen, die in der Gesellschaft draußen standen. Und ihm war bewusst, dass andere das nicht einfach so hinnehmen. In diesen Tagen sind wir gezwungen, von anderen Menschen auf Distanz zu gehen. Das heißt ja nicht, dass wir emotional auf Distanz gehen müssen. Es ist ja toll, dass wir sowas wie Telefon, E-Mails, WhatsApp, ja den guten alten Brief haben, um mit anderen Menschen weiterhin in Kontakt zu pflegen. Trotzdem leiden wir ja unter der derzeitigen Situation. Aber wie ist das, wenn ich nicht nur körperlich ausgegrenzt werde, sondern wenn die Menschen mir zu spüren geben, du gehörst nicht dazu, du stehst außen vor. Wir gehören dazu, du aber bist draußen. Jesu Weg ging zu den Menschen, die draußen sind. Es waren echte Menschen, die ein schwieriges Leben hatten und nicht alles immer hinbekamen. Für die ist Jesus da. Dafür wurde er angefeindet. Sein Weg ans Kreuz war eine Folge dessen, was er sagte und wie er lebte. So starb er draußen vor den Toren der Stadt. Ja, und wo ist dann unser Ort? Wo sollen wir zu finden sein? Ich lese uns Vers 13. Lasst uns also vor das Lager hinausziehen zu ihm und seine Schmach tragen. Das hört sich so leicht an. Jesu Schmach tragen. Und ich bewundere die Christen, die dies konkret leben. Menschen, die Sicherheiten aufgeben, um bei anderen zu sein, bei denen, die draußen sind, die rausfallen zum Beispiel aus dem sozialen Raster unserer Gesellschaft, bei denen, die einfach auf dem falschen Erdteil geboren sind. Respekt vor diesen Christen. Wäre jetzt der Zeitpunkt, um mir und euch zu sagen, was wir alles anders machen müssten, dass wir uns mehr anzustrengen hätten? Innerlich höre ich meine amerikanische Kollegin. Siehste, sagt sie mir, da ist es wieder. Das moralische Hamsterrad. Jesus macht mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ich muss leisten,
damit ich vor Gott bestehen kann. Ich lese uns nochmal den 12. Vers. Darum hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Da steht es. Ich bin geheiligt. Ein Heiliger und ein Sünder, simul justus et peccator, und als so ein Mensch von Gott gerechtfertigt. Ich muss nicht erst etwas werden, ich bin es schon. Jesus muss mich nicht fromm machen, er hat das schon längst getan. Als solcher gehe ich zu Jesus und lerne von ihm. Und manchmal sind das nur ganz kleine Lernschritte. So wie im Hebräerbrief im 13. Kapitel ganz am Anfang. Die Liebe zu denen, die euch vertraut sind, bleibe. Die Liebe zu denen, die euch fremd sind, aber vergesst nicht. So haben manche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ich finde das wunderschön. Als solcher gehe ich zu Jesus und lerne von ihm. Manchmal sind das ja nur kleine Schritte. So wie der Hebräerbrief es im 13. Kapitel ganz zu Anfang schreibt. Die Liebe zu denen, die euch vertraut sind, bleibe. Die Liebe zu denen, die euch fremd sind, aber vergesst nicht. So haben manche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ich finde das wunderschöne Worte. Ein offenes Herz für andere haben und vielleicht werde ich überrascht, was für einen großartigen Menschen ich dabei kennenlerne. Wenn ich nicht mehr meine, ich müsste alles leisten, damit ich etwas wert bin, wenn ich diese innere Blockade abgelegt habe, kann ich doch neu auf die Welt schauen. Ich mache das dann nicht, weil ich es muss, weil ich Angst habe, sondern weil ich mich freue, dass Gott mich liebt. Wer schon einmal verliebt war, der kennt das. Plötzlich sehe ich die Welt mit ganz anderen Augen, ob ich es will oder nicht. Wer sich von Gott bedingungslos geliebt weiß, wird der Welt anders begegnen. Davon bin ich überzeugt. Das alte Leben werde ich hinter mich lassen. Nicht, weil ich das muss, sondern weil das alte Leben für mich einfach nicht mehr stimmig ist. Ich will dann nicht mehr in die Stadt hinein, nicht mehr im Hamsterrad der Selbstbestätigung und der Angst, nicht zu genügen, sondern ich will da sein, wo Jesus ist. Ich muss dabei nicht davon ausgehen, dass das von allen akzeptiert wird. Warum sollte es mir da auch anders gehen als Jesus? Aber zurück in die Stadt, in das alte Leben, will ich nicht. Das funktioniert auch gar nicht mehr. Ich lese uns den Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Sehnsucht nach einer anderen Welt ist in mir groß. Einer Welt, so wie sie Jesus lebte. Und diese Sehnsucht lässt mich nicht mehr los. Ich bleibe auf der Suche. Wer bin ich? Ein Heiliger und gleichzeitig ein Sünder. Einer, der eben nicht aus seiner Haut heraus kann und doch von Gott genau als dieser Mensch geliebt wird. Nicht, weil ich die Dinge zurechtbringe, sondern er sie schon längst zurechtgebracht hat. Mein altes Denken, das kann ich getrost zurücklassen. Das soll nicht mehr mein Zuhause sein. Ich gehe einen anderen Weg. Einen Weg, der mich mit Jesus verbindet. Immer wieder werde ich auf diesem Weg scheitern. Aber das entmutigt mich nicht. Ich versuche es neu, Schritt für Schritt. Amen.
Gott. Jesus, mein Bruder und mein Heiland, es bleibt dabei. Ich versuche es und ich scheitere. Ich bin ein Mensch, so wie alle um mich herum. Ein Sünder und ein Gerechter. Hohe Ideale, beeindruckende Vorsätze und dann scheitere ich immer wieder grandios. Aber mich entmutigt das nicht. Aus dem Hamsterrad eigener Rechtfertigung steige ich aus. In deiner Gnade darf ich mich sonnen. Zuversichtlich gehe ich meinen Weg, neugierig, was der kommende Tag bringen wird. Dabei lasse ich mich von deiner Liebe anstecken. Die Liebe, die du zu den Menschen aufgebracht hast, lässt mich nach den anderen fragen. Ich lege sie dir ans Herz. Und in diesen Zeiten, in der Covid-19 unser aller Leben im Griff zu haben scheint, bitte ich dich für alle, die in ihren Pflegeberufen in diesen Tagen ihrer Arbeit nachgehen. Ich lege dir alle ans Herz, die aus beruflichen Gründen nicht auf Distanz zu uns gehen können, die unsere Versorgung sichern. Ich bitte dich für alle, die unter den Beschränkungen dieser Tage besonders leiden. Ich bringe vor dich alle Erkrankten, alle, die um einen lieben Menschen trauern, egal ob sie nun in Deutschland leben, in Italien, Spanien oder einem anderen Land. Ich flehe dich an, gib, dass es bald einen Impfstoff gibt oder wenigstens ein Medikament, das Menschen hilft. Ich stehe vor dir mit leeren Händen. Sieh auf die Not der Welt. In der Stille sagen wir dir nun, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gemeinde geht mit dem Segen Gottes in den Tag und in die Woche. Segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.